Wieder ein dummer Start. Aber was denkt der Typ wohl gerade? Diese verdammte Sch... Hätte sie bloß einfach mal die Fresse... Die Frage ist ganz einfach. Haptik, wie findest du Black Ops 4? Ja, geht so. Und jetzt sind wir an dem Zeitpunkt. Black Ops 4 Beta geht heute in einer halben Stunde zu Ende. Ich bin seit gestern Mittag Level 40, weil ich absolut am Suchten bin. Gut, Chaos TDM oder Einnahme Moshpit. Sorry, kommt nicht mehr vor, so ein Anfall. Ich würde TDM spielen, dann spiele ich auf der neuen Map Hacienda. Okay, oder halt Seaside, geht auch klar. Aber ich habe wirklich die beste, überhaupt beste AR in diesem Spiel. Vielleicht sogar beste Waffe gefunden. Und zwar diese Klasse hier mit der ABR, Leute. Diese Waffe ist so hart gut. Wenn Frauen parken. Es sieht so aus, als wären die Frauen böse auf mich. Es tut mir leid. Ich werde jetzt bewusst eine sehr provozierende Aussage treffen. Und zwar finde ich, dass Black Ops 4 bis jetzt, nach diesem Beta-Wochenende, für mich Black Ops 2 2.0 ist. Ich weiß, das ist eine Aussage, die möchten viele nicht hören, weil Black Ops 2 ist halt Black Ops 2. Leute, hier liegt ein Fußball. Geil. Da ist einer. Die Waffe ist so hart, ne? Die ist echt so hart. Warum ich diese Aussage überhaupt treffe, Leute, ist ganz leicht. Was Wanderhaar, mein Brother. Okay, das war jetzt random. Was ich damit sagen möchte, ist, dass er wirklich wieder sein ganzes Herz und seine ganze Seele in dieses Spiel gesteckt hat. Man muss sich mal überlegen, was für Waffen hat Black Ops 2 und Black Ops 4? Und zwischendrin ist auch noch Black Ops 1. Also wir haben eine AUG aus Black Ops 1, wir haben eine M8 aus Black Ops 2. Man muss sich mal überlegen, die Waffenkombination von den verschiedenen Waffen... Oh nein, er hat mich auf Radar gesehen, Alter, scheiße. Von den einzelnen Waffenarten, also Burst, schnellschießende Submachine Gun, schnellschießende AR und sowas halt, ist eigentlich 1:1 übernommen aus Black Ops 2. Und das finde ich mega geil. Wir haben wirklich die Waffenverteilung aus BO2. Kommt der hier auch nochmal? Ja. Diese Waffe ist ein Headglitch-Killer, ne? Es gibt eigentlich die goldene Regel, das heilige BO2 einfach nicht anzugreifen. Ja, Leute, BO2 ist immer noch krass. Nein, es ist nicht 1:1 BO2, aber es ist so eine schöne neue Version, so ein Update von BO2 einfach. Ich find's schön, es ist erfrischend, wirklich erfrischend, Mann. Komm her. Okay, dann nicht. Oh. Die Waffe ist viel zu stark. Ein weiterer Teil sind Maps. Schaut euch diese Map hier an. Diese Map. Einfach der Aufbau. Okay, wo sieht man die Karte? Moment. Ich choke gerade. Warte, ich hole den erst hinter mir. So. Schaut euch mal bitte diese Karte. Kann man die irgendwie... Hä? Ah, hier. Gut. Man sieht sie nicht wegen Fog of War. Wegen diesem scheiß Nebel, Mann. Oh. Okay, wir müssen die Karten nicht unbedingt sehen. Ich kann euch aber sagen, Leute. Die Karten sind sehr ähnlich aufgebaut wie BO2-Karten. Die Waffe ist echt krass gut, ne? Das ist unglaublich. Also ich meine nicht nur den Map. Nein, kein Shotgun. Nicht auf mich, nicht auf mich. Gib mir das. Oder die Sniper, was auch immer. Jetzt wird gesniped. Was ist das denn, Alter? Ja, ich meine nicht nur den Map-Aufbau. Der Map-Aufbau ist immer sehr ähnlich, aber den haben die in jedem Track COD gehabt. Ich meine auch, wie alles einfach aussieht. Nicht nur von den Farben her. Schaut euch das an, Leute. Das sieht eigentlich fast genauso aus wie diese DLC-Map aus BO2, diese Insel. Kann man hier eigentlich schwimmen gehen? Lol. Wie weit kann... Hä? Okay, raus. Ich kann sogar die Boje verschieben. Ey, okay, doch. Ich habe übrigens gerade beschlossen, dass ich so lange hier drin bleibe, bis die Beta offline geht. Und das wird wahrscheinlich im Titel stehen, ich weiß noch nicht. Und danach... Noch nie habe ich ein Fenster so schlecht gemisst wie gerade. Es ist nämlich schon 19.07 Uhr, Leute. Es müsste theoretisch eigentlich schon offline sein. Aber vielleicht ist es ja wie beim letzten Mal, dass quasi wirklich... Irgendwie eine halbe Stunde später offline geht. Eine weitere ganz, ganz wichtige Sache ist die Geschwindigkeit von dem Spiel. Ganz am ersten Wochenende war es noch schneller als jetzt. Es war viel, viel schneller. Da war es von der Schnelligkeit her eher wirklich ein Jetpack-COD. Also das war wirklich extrem schnell. Hat einigen gefallen, mir auch. Aber dann kam die Änderung. Dann kam nämlich ein neues Update. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich so lange überleben? Das ist nicht normal. Wie konnte ich hier überleben? Datenlink zur Drohne wird hergestellt. Datenlink zur Drohne wird hergestellt. Gehen wir mal zurück in den anderen Spawn. Ich schaff diese Fenster nicht. Mir hat die neue Geschwindigkeit, die etwas langsamer war, nicht so sehr gefallen. Man konnte nicht mehr so hoch springen, man konnte nicht mehr so weit sliden, man konnte nicht mehr so oft sliden. Aber das hat sich alles dann geändert. Es wurde wieder ein bisschen schneller gemacht, das Sliden. Und man konnte auch wieder höher springen. Warum kommst du da? Warum spawnst du? Und wir haben nur noch zwei Gegner. Warte mal, vielleicht geht die Beta schon offline. Und jeder, der jetzt aus einer Lobby geht, der kann einfach nicht mehr neu joinen. Nein, das wäre viel zu früh. Wirklich viel zu früh. Ich will's noch nicht haben. Bitte nicht. Was war das für ein Geräusch? Wenn jemand runterfällt, kommt so ein lustiges Geräusch, Leute. Oh Gott, hier ist jemand. Okay, der andere hat wahrscheinlich Geist, oder? Ja. Oh.
Oh Gott. So, jetzt müsstet ihr auf der Seite spawnen. Ich mach mal einfach auf gut Glück. Ja! Auf jeden Fall ist es jetzt in Black Ops 2 Geschwindigkeit. Die Größe der Map im Vergleich zu der Geschwindigkeit, die man wirklich im Game hat, ist wie Black Ops 2. Ich habe ein bisschen SMD gespielt mit Massi und da hat es sich wirklich wie Black Ops 2 Competitive angefühlt. Einfach die Geschwindigkeit ist richtig geil. Ich glaube auch, dass die Competitive-Szene in diesem COD wirklich absolut abgehen wird. Leute, wir sind wirklich am Zeitpunkt, wo ich nur noch eine Person in jeder Lobby finde, gefühlt. Ich gehe mal jetzt raus, versuche nochmal zu suchen. Finde ich diesmal eine Lobby? Vielleicht eine laufende? Oder ist das jetzt schon vorbei? Ist das wirklich die Beta? Ich kann an der Stelle auch sagen, sehr viele Streamer auf der gesamten Erde, sehr viele Leute, die nur noch Fortnite gespielt haben, nur noch League of Legends gespielt haben oder CSGO, ganz viele haben gesagt, holy shit, Black Ops 4 ist echt wieder mal ein geiles COD und das schon in der Beta. Und jetzt stellt euch vor, Leute, es kommt noch Zombie-Modus, es kommt noch Battle Royale, es kommen noch um die 10 Maps mehr, mehr Waffen, mehr Modi, dann kommt Liga, dann die alten Maps, Slums, Summit. Wirklich, ich glaube, ich kann jetzt berechtigt sagen, ohne dass sich irgendjemand von euch aufregt, irgendjemand sagt, warum seid ihr nicht immer so früh? Ich glaube, mir stimmen die meisten zu, wenn ich sage, es ist einfach geil. Und keiner kann sagen, Heptik, du hast es extra so früh gehypt, damit die Leute auch deinen Kanal mehr anschauen. Bro, ich hatte zur totesten COD-Phase am Ende von BO3, wo man wirklich kein COD richtig spielen konnte. Genau in der Phase hatte ich mein heftigstes Wachstum gehabt. Also laber nicht. Ich finde nichts. Ich glaube, das war's. Das war's. Ich finde gar nichts mehr. Das ist es, oder? Ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, das ist das Ende von der Call of Duty Black Ops 4 Beta. Ja, die Server sind offline. Wie wird mein Movement jetzt sein? Ich will's gar nicht wissen, Alter. Jetzt suchen wir eine Runde Herrschaft, Leute. Ich will gar nicht wissen, was jetzt passieren wird, wirklich. Hier findet man wenigstens Lobbys, oder? Null Treffer. Ah, okay, nie wieder COD. Ich habe das Spiel mal neu gestartet und einige Leute bei Twitter schreiben, dass sie sofort 19 Uhr offline war. Also wir hatten anscheinend noch ein bisschen Glück und ein Spiel mehr. Und nochmal übrigens, bevor das zweite Beta-Wochenende angefangen hat, habe ich die Leute hart getrollt auf Twitter. So, es war wirklich nicht nett, aber zieht euch das rein. Ich habe gerade einfach getweetet, die Black Ops 4 Beta ist jetzt nicht online. Let's go. Und ich weiß, dass jeder erstmal das nicht überlesen wird. Und jeder hat gerade Ferien, das heißt, sie springen wahrscheinlich auf. Und übrigens hier, mein Bruder, wir sind so ähnlich. Ich habe ihm schon geantwortet, er so, du Peach. Ich bin schon vom Bett gesprungen, um meine Mutter Sera an die PS4 gerannt. Warum habe ich gerade gelesen, dass sie on ist? Danke, Heptik. Ja, das war doch meine Intention. Sie ist halt echt gerade online gegangen. Ah, er versucht mich auch zu verarschen, weil er verarscht wurde. Nicht mit mir. Bravo, bravo. Ich lache morgen. Was ist das? Jetzt fällt's um, oder was? Ach so, es startet wieder. So kurz vor der Landung ist es wieder einfach abgehoben. Oh, das passt gerade perfekt. Da wird ein Like drauf dagelassen. Ach, es tut mir leid, Leute. Zurück ins Video. Okay, weil ich keine Lobby gefunden habe, sind jetzt 2 Tage vergangen. Diesmal sollten wir doch Lobbys finden, oder? Es kann doch nicht sein. Es kann doch ernsthaft nicht sein, dass wieder 0 Treffer und 50 Treffer sich die ganze Zeit abwechseln. Der sucht kein Spiel. 2 Tage sind vergangen. Siri, welcher Tag ist heute? Es ist Mittwoch, der 15. August 2018. 2 Tage sind vergangen, Leute. Und... oh Gott. Ich gebe auf, Leute, man findet nichts. Ich gebe auf. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt doch nicht, Alter. Auf jeden Fall können wir dort weitermachen, wo ich mein Video letztens fortgeführt habe. Zurück zum Montag wieder. Da habe ich alles gesagt. Also viel Spaß noch. Leute, wisst ihr was? Das werde ich aufs nächste Video verschieben. Und ich möchte, dass dieses Video von euch allen als Fortsetzung angeklickt wird. Trotzdem, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch die Beta von BO4 gefallen hat, schreibt bitte all eure Argumente rein. Ich habe tausende Dinge vergessen, über die ich mit euch gern sprechen möchte. Lasst uns zusammen diskutieren in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und haut rein!